Ciao, 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 meine Schalker-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden des Fußballs zum Vorbericht. Samstagabend, 20.30 Uhr, Preußen Münster gegen FC Schalke 04. Und da ist sehr viel Brisanz drinne, aber von unserer Seite aus, weil bei uns auf Schalke ist viel passiert, aber wir kommen erstmal zu Preußen Münster. Ja, Preußen Münster, die Überraschungsmannschaft für mich in der Liga, die aufgestiegen sind, dieses Jahr 23/24. Hey, der Trainer Sascha Hildmann, ey, der macht gute Arbeit. Der ist seit 2020 bei Münster. Innerhalb von zwei Jahren hintereinander 22/23 Aufstieg in die dritte Liga. Ein Jahr später, das war wirklich eine Überraschung, direkt der Aufstieg in die zweite Liga, weil die haben selbst damit absolut nicht gerechnet, weil die waren in der Hinrunde, standen die gar nicht gut da. Und dann in der Rückrunde, die haben alles weggehauen und dann sind die aufgestiegen. Ey, riesen Respekt auch an dem Trainerteam, an die Mannschaft, was da passiert ist. Und jetzt genießen sie die Spiele in der zweiten Liga. Und wir sehen jetzt hier auf der Tabelle, ja, Münster steht vor Schalke 04. Genau, manche reiben sich die Augen. Nach dem sechsten Spieltag, guck mal, was ist denn da los? Münster 13. hat letzte Woche in Regensburg 3-0 gewonnen, den ersten Dreier geholt. Und ihr seht, Torverhältnis 8:11, 5 Punkte, 1 Punkt mehr als wir. Wir stehen auf den Tabellen 16., 12:16 Tore und 4 Punkte. Deswegen Respekt an Münster. Die machen das ordentlich. Für ihre Verhältnisse, ihren Etat, machen die das richtig, richtig ordentlich. Ja, da ist ein Ex-Spieler bei Preußen Münster, der jetzt auf einen trifft, auf seinen Trainer, der bei Schalke war in der U23. Das ist kurios. Ich rede gerade über Daniel. Seht ihr hier Daniel Kireva, er war Spieler unter Jakob Fimpel, der unser Interimscoach jetzt ist bei Schalke für zwei Spiele. Bei der U23 ist dann nach Münster gewechselt, letztes Jahr dann den Aufstieg geschafft. Letzte Woche hat er von Anfang an gespielt, jetzt weiß ich nicht, ob der gegen uns von Anfang an spielen wird. Aber er wird auf jeden Fall brennen auf das Spiel gegen Schalke. Und ich hoffe nicht, dass wir da so ein Déjà-vu kriegen, wie wir das immer kennen, wenn ehemalige Spieler gegen Schalke spielen. Was passiert? Genau, richtig. Die treffen immer gegen die. Ich hoffe diesmal, ey, bitte Kireva nicht treffen. Ja, sagen wir mal, deren Heimbilanz von Münster ist jetzt nicht prickelnd. Die haben noch keinen Heimsieg. Zwei Unentschieden, eine Niederlage, aber zwei Unentschieden gegen Hannover 0-0 und gegen Paderborn 3-3. Das war wirklich, hey, 3-3. Eine Niederlage ist gegen Kaiserslautern 1-0. Aber die haben sich tapfer geschlagen. Wenn ich an unsere Mannschaft denke, wir haben gegen Darmstadt 5-3 verloren, gegen Köln 3-1 verloren und die sind Aufsteiger und wir nicht, dann, ne, wer das Spiel auf eine leichte Schulter nimmt, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Dann ist denen auch nicht mehr zu helfen. Auf was müssen wir bei Münster aufpassen? Aufpassen, das habe ich in den Spielen gesehen, in den Highlights auch, auf Torben Pithoff. Ja, wenn jetzt einer sagen würde, hä? Ja, nicht in der Hinsicht jetzt, weil er Innenverteidiger ist. Nein, seine Einwürfe. Seine langen Einwürfe. Das ist eine Waffe bei denen. Die sind einstudiert, das sind wie Standardsituationen. Ich weiß nicht, wie kann man so weit Einwürfe machen? Wirklich, dadurch haben sie auch Tore erzielt auch. Da müssen wir wirklich aufpassen. Da müssen wir wirklich hier zu 100% hier aufpassen. Augen auf und
wo stehen die bei Einwurf, wo kann ich stehen, damit der nicht da zum Kopfball kommt. Das heißt, wach sein bei den Einwürfen von Preußen Münster. Weil die Münsteraner überlassen den Gegner immer den Ball. Hier habt ihr den Ball. Ihr dürft auch 80% Ballbesitz haben, 70%, egal. Wir kommen über Kampf, Leidenschaft, über unser Spiel, Kontermöglichkeiten. Und wie gesagt, mit den Einwürfen ist wie Standardsituation. Aber die haben Schwachpunkte. Für mich Schwachpunkt, deren Kopfballschwäche. Die haben schon 6 Gegentore gekriegt durch Standard. Ecken, Freistöße. Und ich habe gemerkt, die haben Kopfballschwäche in der Abwehr defensiv. Und da müssen wir auch drauf gehen, viele Standards üben, Kopfball. Wir haben ja kopfballstarke Spieler bei uns in der Mannschaft. Darauf würde ich auch aufbauen. Da ist deren Schwachpunkt Standardschwäche. 6 Tore schon in den Spielen bisher, was wir gespielt haben in der Liga, 6 Spieltage. Ja, soll ich noch was über Münster sagen? Nein. Münster, tschüss. War schon genug, ey. Ich habe schon genug über euch geredet. Alles klar. Ja, kommen wir zu unserem FC Schalke 04. Was da die Woche abging, ist wieder Highlight. Ist, man könnte wirklich einen Film drehen. Ne? Da ist Thriller. Du kannst daraus wirklich einen Thriller machen. Was da bei uns passiert ist diese Woche. Trainerentlassung, Sportdirektor entlassen. Wir suchen nach einem Trainer, neuen Trainer. Jetzt die Suche geht vor. Und da, was für Namen da basieren. Raoul und so etc. Ja, wer übernimmt denn unsere Mannschaft? Wer trainiert die? Ja, wer trainiert die? Ja, da ist einer. Interimscoach Jakob Fimpel. Habe ich gerade auch noch erwähnt, wegen den Ex-Spieler Daniel Kireva. Ja, Jakob Fimpel, 35 Jahre alt. Er ist von der U23, unsere U23, der Trainer. Er ist ja im Amt seit 22 bei der U23, aber ist seit 2013 bei uns auf Schalke. Er kennt Schalke 04 wie kein anderer in dieser Truppe gerade, die da sind. Ob das ein Sportdirektor ist, ob das jetzt ein Kaderplaner ist. Jakob Fimpel kennt Schalke 04 besser als alle anderen, die da auf dem Platz sind zurzeit. Und er übernimmt jetzt für 2 Spiele erstmal die Position. Ja, man hat gesehen im Training, so hat man mir auch berichtet, so hat man auch gelesen, erste Amtshandlung. Er hat die Gruppe verkleinert die Trainingsgruppe. Salazar, Steve Node, Bayindir und Peter Rehmer gehen ab in die U23. Da sollen die auch trainieren, weil die da auch spielen sollen. Und den Profikader verkleinert, weil das ist eine Maßnahme, um gezielter zu trainieren. Desto kleiner du die Gruppe hast, desto gezielter kannst du trainieren. Ich kenne das ja selbst auch, oder viele andere Trainer kennen das selbst, wenn du so einen großen Kader hast und du weißt, die Spieler werden sowieso nicht im Kader sein und die trainieren trotzdem, kannst du nicht so trainieren, wie du es gerne möchtest. Und deswegen macht er das gut, hat sofort reagiert, gesagt, du, bumm, U23 bleiben und ich trainiere mit der Mannschaft, mit denen ich am Samstag auch spielen werde oder die im Kader dabei sein sollten. Das finde ich nicht schlecht. Ich habe auch gehört, der hat klare Ansagen im Training gemacht. Das finde ich auch gut. Richtig laut war der, aber vernünftig. Man sagt über Jakob Fimpel, das ist ein Trainertalent, der später auch höher trainieren könnte, erste Liga. Das sagte auch der Ex-Spieler Daniel Kireva, der sagt, der wird auf jeden Fall die Trainerstation vom Trainer beobachten, weil er ein richtig guter Trainer, ein talentierter Trainer ist. Und das haben auch intern auf Schalke viele Ex-Spieler auch gesagt, Sportdirektoren, Jugenddirektoren haben auch gesagt, in Fimpel sehen sie wirklich einen guten Trainertalent. Und dann hoffe ich, dass er die beiden Spiele gewinnt, dass wir da vielleicht drauf aufbauen, dass wir ihn festnehmen. Ja, jetzt kommen wieder die, er hat aber nicht die Lizenz. Es geht alles, macht euch da keine Sorgen, es geht alles. Ich habe mich informiert, wie man dann auf der Trainerbank trotzdem sitzen kann. Wenn du noch nicht die Lizenz hast, dann wird er die Lizenz machen, aber dann kannst du einen daneben stellen, der die Lizenz hat und fertig ist er.
Nein, aber es gibt auch eine Sonderregelung und etc. Aber ich finde es gut erstmal, dass der Jakob Fimpel die 2 Spiele kriegt und er sofort gehandelt hat. Ich drücke ihn auch die Daumen, weil ich halte den für einen guten Trainer. Junger Trainer, 35 Jahre, warum soll es mal nicht bei uns klappen? Warum immer ein Raoul oder Nam? Da holt sie wieder einen Trainer. Ja, dann nach 10, 11 Monaten ist er schon wieder weg und dann ciao, ciao, arrivederci und können wir den nächsten Trainer bezahlen. Wir haben ihn in unserer eigenen Akademie, Jugend oder da talentierte vielleicht Trainer. Ich weiß, viele sagen, es wäre jetzt aber ein Risiko. Ist das kein Risiko, wenn du einen neuen Trainer hast und das klappt nicht? Ist das nicht dasselbe für mich? Ja, ein erfahrener Trainer kann kommen. Wie viele Trainer haben wir schon kommen sehen auf Schalke, wo wir gesagt haben, bumm, und wieder tschüss nach 10 Monaten. Der längste Trainer, der war vor 10 Jahren, war Slomka, glaube ich, 2 Jahre. Ansonsten hat man genug zig Trainer. Ich sag, gib den Jakob Fimpel wirklich eine richtige gute Chance. Wie gesagt, ich würde mit dem 6 Monate bis zur Winterpause machen. Schauen, wie sich die Lage da tut, bis zur Winterpause. Er kann mit jungen Spielern, talentierten Spielern umgehen, kann die besser machen. So, da suchen wir ja einen Trainer. So, ich würde mit ihm wirklich, wie Didi Schacht und Olaf Thon gesagt haben, gib denen die Chance bis Winter. Und wenn du da nicht findest, da das nicht klappen sollte, dann kannst du noch reagieren. Aber ich würde denen die Chance wirklich geben. Und ich glaube an Jakob Fimpel, dass er diese 2 Spiele gut agieren wird. Aber hängt aber auch wieder von der Mannschaft. Ne? Das ist immer wieder, da kannst du den besten Trainer der Welt auf der Bank sitzen haben. Wenn die Mannschaft nicht will, dann bringt das nichts. Dann kannst du auch ohne Trainer arbeiten. Ja, Preußen Münster, unser letztes Pflichtspiel in Münster vor 33 Jahren. Da gewannen wir 3-0. Guck mal hier, ich habe mal aufgezeigt hier, die Torschützen Ingo Anderbrügge, Peter Senscheid, Günther Schnipper. In meiner Generation werden jetzt sagen, ey, kenn ich noch, da war noch Jens Lehmann im Tor, unser Didi Schacht Kapitän, der Alexander Borodjuk, kennt ihr noch den Alexander Borodjuk? Hier noch ein Foto von Borodjuk, da, ey, genialer Zehner war der damals, ich habe den gemocht, ehrlich, gemocht, geliebt, und ihr seht, Trainer war Alexander Ristisch, Jens Lehmann im Tor, ey, das war Hammer, das war vor 33 Jahren, unglaublich, unglaublich, das war unser letztes Pflichtspiel gegen Münster, unsere Bilanz gegen Münster, die sieht nicht gut aus, hier steht das, wir haben 18 Mal gegen Münster gespielt, um ein Pflichtspiel, 7 Siege Münster, 5 Unentschieden und 6 Siege Schalke, ey, die stehen vor uns, ey, wir müssen gewinnen, damit wir pari pari sind, oh, pari pari müssen wir sein. Münster führt in dieser Bilanz. Ja. Kommen wir zu meiner Aufstellung. Ich weiß nicht, wie er spielen wird, der Fimpel, aber er hat auch, glaube ich, in der Regionalliga auch mit System 4-2-3-1 gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Aber ihr könnt mich ja korrigieren. Manche korrigieren mich ja sowieso, aber ist okay. Ich mache ja auch Fehler, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, meine Aufstellung seht ihr da. Die Aufstellung, mit der Aufstellung würde ich am Samstag spielen. Im Torhecke, ja, viele sagen, ey, jetzt müssen wir den Torwart wechseln, jetzt müssen wir den Torwart wechseln. Ich sage nein. Heckeren wird spielen. Unter Fimpel hat der Heckeren auch in der U23 gespielt. Er kennt den Heckeren. Und ich denke mal, da wird er kein Torwartwechsel sein, weil ey, was soll er da machen, der Hecke? Was soll er hinten machen, wenn die Abwehr so gottenschlecht ist? Oder keiner, nicht die Abwehr, auch die Defensive nicht mitarbeitet. Heckeren bleibt im Tor bei mir. Ja, rechts seht ihr, Bulut würde ich spielen lassen. Gantenbein haben wir ausprobiert. Katastrophe. Aydin haben wir ausprobiert. Sorry, Aydin, du bist auch Katastrophe. Jetzt ist die Zeit, jungen Bulut die Chance zu geben und ich würde ihm die Chance geben, neuer Trainer, neue Motivation und jetzt würde ich dem Bulut die Chance geben. Junger Bursche, der hat Bock, der brennt bestimmt auf das Spiel, wenn er spielen wird. So, Bulut rechts, links, Murkin, wir können Murkin alle sagen, schlecht und so, aber er kämpft, er rackert, er läuft. Klar, beim 5-3 ist er nicht mehr hinterhergegangen, klar.
Aber er hat schon in diesem Spiel gegen Darmstadt schon ein bisschen positiv, weil er oft mit nach vorne marschiert ist. Und da kann man sehen, die im Stadion waren, wie oft er mit nach vorne marschiert. Klar, dass die Kraft irgendwann fehlt. Aber da muss der Trainer reagieren. Aber Mokin, trotzdem würde ich jetzt nochmal eine Chance geben. Ja, Kalasch und den jungen Sanchez neben Kalasch. Weil jetzt brauchen wir den Kalasch. Jetzt hat er 90 Minuten gespielt am Samstag. Klar, er hätte nach 17 Minuten runter gehen müssen, weil die Kraft hat gefehlt, aber Kalasch ist jetzt ein Spiel mehr, schon mehr Trainingseinheiten. Jetzt kann er den jungen Sanchez führen an seiner Seite und Sanchez wird bestimmt jetzt brennen zu spielen. Ja, dann auf der sechster Position Schallenberg und daneben Wasinski. Ich habe auch im Schalker Dreisel gesagt, das habe ich ja nicht mitgekriegt mit Wasinski, dass er sollte eingewechselt werden und dann ist er so getrabt. Eigentlich dürfte er überhaupt gar nicht spielen. Aber klar, wenn Manga vorher in einem Interview eine Vorlage gibt, nutzen viele Spieler das aus. Aber das ist verkehrt. Das ist absolut verkehrt. Das ist nicht charaktergut, finde ich nicht. Aber ich würde jetzt Wasinski spielen, weil wir brauchen jetzt im Mittelfeld Spieler, die laufen. Und Wasinski ist jung. Er läuft viel und wie ich gesagt, in der Vorbereitung habe ich den gut gesehen. Auch als Sechser fand ich gut und wir brauchen einen neben Schallenberg, der den Schallenberg unterstützt. Ja, rechts Adjei, links Karaman. Ja, Frage jetzt die Frage, warum links Karaman? Ja, dann lieber über links soll der Karaman kommen, weil ich den Karaman zurzeit. Ob dem jetzt als Zehner war oder vorne in der Sturmspitze, fand ich den nicht gut. Fand ich den wirklich nicht gut. Er hat seine Tore gemacht, ach, gar kein Problem, aber als Kapitän verlange ich da mehr. Mehr Wille, mehr Kampfgeist, weil sein Kampfgeist ist mir ein bisschen, weiß nicht, er trägt die Kapitänsbinde so für Spaß oder so. Ein Kapitän muss richtig Gas geben, auch mit nach hinten marschieren. Wie gesagt, beim 3-2 schaut er zu, wie der von Braunschweig da aufs Tor schießt. Da hätte er auch eingreifen wollen. Er war 1 Meter daneben, der hätte das schon vorher sehen müssen. Dann greife ich an, gehe ich da voll dazwischen. Mir fehlt so ein Kapitän, wie das letztes Jahr Terode gemacht hat. Der ist mit nach hinten, hat einen Zweikampf gewonnen, hat die Faust gehoben und die Mannschaft hat gesehen, boah, guck mal, unser Kapitän, der ist da hingegangen. Bald die Faust aus. Karaman ist mir zu ruhig. Ich weiß nicht, die Kapitänsbinde, wie gesagt, im Schalker 30 hat man auch einer geschrieben, die Kapitänsbinde wurde ihm nur gegeben, weil er dann auf Schalke den Vertrag unterschreiben und auf Schalke bleiben soll. Und jetzt als Kapitän Karaman, zeig, dass du ein Kapitän bist, ein richtiger Kapitän und nicht ein Kapitän, der die Binde nur so zum Spaß rumträgt, damit das schön aussieht. Ja, Adjei über rechts. Ja. Und Jones hinter der Spitze und vorne Silla, so würde ich spielen lassen. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie würdet ihr spielen lassen. Da bin ich gespannt. Ich weiß 100%, da werden viele den Hoffmann im Tor stellen, weiß ich. Aber jeder darf ja seine Aufstellung machen, wie er will. Ja. Jetzt geht's wirklich ums Eingemachte. Ich hoffe, dass die Spieler sich zusammenreißen und den Jakob Fimpel wirklich die Chance geben, seine Philosophie rüberzubringen, dass die Spieler das auch annehmen. Aber eins müssen die Spieler nicht vergessen. Wir Fans sind immer da. Die sind im Stadion, kommen trotzdem, egal wie schlecht ihr spielt. 60.000 sind im Stadion und auswärts kommen immer 4.000, 5.000. Nur jetzt in Münster geht nicht, weil das Stadion zu klein ist. Reißt euch am Riemen. Weil letzte Woche, die zweite Halbzeit, war eine Blamage. Da packe ich euch mal an euren Stolz. Was seid ihr für Fußballer? Jetzt müsst ihr nicht eine Reaktion zeigen, habe ich gar keinen Bock drauf. Reaktion, kann ich nicht mehr hören. An eure Ehre muss ich euch packen. Wenn ihr eine Ehre habt, einen Stolz habt, holt ihr euch diese 3 Punkte in Münster, die ihr gegen Darmstadt nicht geholt habt. Wenn ihr eine Ehre als Fußballer habt oder einen Stolz habt, dann wird ihr diese 3 Punkte da holen. Weil Münster, vor die braucht man keine Angst haben. Entschuldigung für Münster, ne, nicht, dass ihr angegriffen wird, ne, ich habe riesen Respekt vor Preuß Münster. Wenn du die nicht schlägst, dann würde ich euch raten, als Fußballer,
die Schuhe zu nehmen, am Nagel zu hängen und aufhören mit Fußball. Wie gesagt, ist nichts gegen die Münsteraner. Aber jetzt müsst ihr das, was ihr am Samstag, am Freitagabend da gezeigt habt in der zweieinhalb Zeit, müsst ihr wieder gut machen. Und ich will keine Reaktion zeigen. Ich will Ehre und Stolz sehen, dass ihr sagt, ey, wir sind Fußballer, wir machen das auch für die Fans, aber auch für sich selbst zu sagen, ey, sowas, was wir letzte Woche gemacht haben, war die größte Blamage, die es überhaupt gibt. Ich glaube an einen Sieg, weil ich weiß, dass Jakob Fimpel das die richtigen Worte finden wird. Ich glaube an einen Sieg. Wegen Jakob Fimpel. Er wird die richtigen Worte für diese Mannschaft, für diese Spieler, die letzten Samstag, die zweite Halbzeit versagt haben. Der wird die richtigen Worte finden. Drücken auch die Daumen, den Fimpel, dass alles gut wird. Schreibt jetzt ihr in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Aufstellung und etc. Wir wissen ja Prozedur, wie das so abläuft. Und ich antworte auch auf die Fragen von euch. Ich versuche immer, ne, wenn das nicht zu viel ist. Wenn das zu viel ist, komme ich durcheinander. Ja, okay, seht ihr, mein Lachen ist noch immer da, aber die letzten Tage da, boah. Aber okay, das war's. Ich habe jetzt zu viel gequatscht. Jetzt seid ihr dran mit Schreiben. Wir sehen uns dann Montag um 21 Uhr in mein Live. Dann wird das bestimmt wieder... Mal gucken, was wir da wieder besprechen. Das war letzte Woche ja riesig. 400 Zuschauer waren da, wirklich. Danke an euch. Danke wirklich. Ich wünsche euch Gottes Segen, euch, eure Familie, eure Freunden. Und dann sage ich mal ciao, ciao, arrivederci, Glück auf, euer Schalker.